Sundays and will they be back soon? The cafe, the ashtray, the bridges are hearsay on an empire afternoon. Wrong day, slow time, no. Das ist eine neue Serie von Georg Baselitz, der immer davon geträumt hat, monochrome Bilder zu malen. Was wirklich faszinierend ist, dass sie so eine perfekte Mischung bilden aus eigentlich amerikanischer Freiheit, Referenzen an de Kooning und Pollock und trotzdem tief verwurzelt sind im deutschen Expressionismus. Und wir denken, dass es eigentlich keinen Künstler gibt wie Baselitz, der diese beiden Universen so verbinden kann wie Georg Baselitz. Er hat eigentlich 1980 begonnen, Skulpturen zu machen und hat seit 1980 ausschließlich Holzskulpturen gemacht und hat vor 10 Jahren begonnen, diese Holzskulpturen in einer kleinen Edition in Bronze zu gießen. Und wie man an der Struktur der Skulpturen sehen kann, sind sie wirklich ganz roh bearbeitet, also sind mit der Kettensäge gemacht. Also er hat in den Jahren zuvor die Skulpturen bemalt, also farbig gefasst, eigentlich so ein bisschen in dem Kolorit seiner Bilder. Und er hatte bei dieser neuen Serie das Bedürfnis, also wirklich klassischer zu sein und neutraler zu sein und ebenso in diese Richtung Rodin zu gehen. Und was charakteristisch an den Skulpturen ist, ist es eine Synthese von Inspiration aus afrikanischer Plastik. Also Baselitz ist, wie man weiß, auch ein großer Sammler von afrikanischer Skulptur. Und gleichzeitig hat es natürlich auch viel wieder mit dem deutschen Expressionismus zu tun. Ernst Ludwig Kirchner, Schmidt-Rottluff, die in den 1910er Jahren Holzskulpturen gemacht haben. Und auch hier ist es wirklich eine interessante Mischung. Und diese schwarze Farbigkeit lässt einen erinnern. Also es sieht so aus, als ob diese Skulpturen Jahrtausende in dem Erdboden waren und plötzlich wie ein archäologischer Fund wie ein Fund in Pompeji wieder an die Oberfläche kommen. Und diese Stärke hat uns fasziniert.